Wolfgang Niersbach legt alle seine Fußballämter nieder. Das gab der 66-Jährige am Freitagnachmittag bekannt. Nachdem sein Einspruch gegen die Einjahressperre gegen ihn von der FIFA-Berufungskommission abgelehnt worden war, zog Niersbach die Konsequenz daraus, nicht vor den Internationalen Sportgerichtshof Kass zu ziehen, sondern von all seinen Ämtern im Fußball zurückzutreten. Seinen Platz im FIFA-Council hätte er noch bis 2019 inne gehabt. Sein Mandat im UEFA-Exekutivkomitee läuft zum Frühjahr 2017 aus. Wolfgang Niersbach war bereits im November 2015 als DFB-Präsident aufgrund seiner Verstrickungen in der Schmiergeld- und Korruptionsaffäre im Zuge der WM-Vergabe für 2006 zurückgetreten. Dies war auch der Grund, weshalb Niersbach bis Juli 2017 von der FIFA gesperrt wurde. Mit der Ablehnung seines Einspruches endet nun die einst so steile Karriere des Wolfgang Niersbach.